Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind zurück und schauen uns heute das Wargear von WoWo 85 im Rahmen von WCDWG Season 2 an. Ihr wisst ja, wie das samstags um 15 Uhr läuft. Ihr habt die Möglichkeit, über dieses Wargear abzustimmen. Gleichzeitig ist auch das andere Voting zu diesem Wargear von Minecraft 0505 zu Ende. Und macht das bitte am Ende des Videos, wenn wir alle Inhalte zu diesem Wargear gezeigt haben, denn dann habt ihr ein gutes Bild und könnt dann dementsprechend per Videobewertung über dieses Wargear abstimmen. Okay, wir machen das wie immer, das heißt, der Alex hat wieder alle Daten für euch parat und ich fliege hier drumherum und ihr könnt euch dann das Wargear anschauen. Genau, und zwar ist der Name des Wargears Wargear V2 Halberd, also zweite Version. Der Name steht übrigens auch zusammen mit einem sehr, sehr netten Logo auf der Rückseite. Und da bist du gerade, also ihr müsstet das jetzt sehen. Und wenn du da noch etwas höher gehst, sieht man auch den Teamnamen und der lautet Fast Reloaders. Ja, die Bauzeit beträgt 160 Stunden und davon waren alleine 120 Stunden reine Entwicklung und Optimierung von den Automatikkanonen und den Abwehrmaßnahmen. Ja, also das ist eine heftige Zeitspanne. Ja, Besonderheiten an dem Wargear sind die Hauptkanone, die 15 Projektile abfeuert. Also das ist so mitunter die größte Kanone an Bord. Dann weiterhin gibt es noch 5 Automatiks und eine aktive Panzerung im unteren Teil. Und das bedeutet im Groben, dass bei Beschädigung Kies nachgeschoben wird, der bis zu 30 Blöcke pro Reihe regeneriert, also repariert etc. Und den Download, den kriegt ihr wieder, der steht in der Beschreibung. Und ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir da reingehen und uns diese aktive Panzerung anschauen, Ento. Und ich kann es kaum erwarten und deshalb lass uns loslegen. Jo, gehen wir rein ins Loch. Ja. Das Glück. Also ihr habt ja gesehen, man muss sagen, sieht relativ nett aus. Vor allem dieses Logo auf der Rückseite gefällt mir sehr gut. Also diese Art Fledermaus. Oh, hier sind ja Fledermäuse, passt sehr gut. Ja, eigentlich Eingang, ist das keine Fledermaus, sondern ein Vogel, Ento. Wenn doch drüber steht Halberd. Sieht aus wie eine Fledermaus, ja, fertig ab. Für mich ist das eine Fledermaus. Wir gehen jetzt mal rein und der Eingang sieht ja relativ ist relativ spontan dahin gepflanzt. Naja, gut, wir gehen jetzt rein und so, jetzt. Da bräuchte man jetzt die Good Guy Door. Genau, die Good Guy Door. ja, anscheinend sind wir jetzt schon auf der Brücke. Also die ist auch relativ weit unten angelegt. Und relativ weit hinten. Und also man hat da keinen Ausblick oder so. Ja, schauen wir uns mal die Funktionen an. Wir haben jetzt hier einmal Brückenlicht. Okay, was ist das hier? Zappenduster. Genau, ich schaue jetzt mal an der Stelle auch, ob ich jetzt meine Grafik anschaue. Gut, hell, das ist okay. Wie gesagt, das ist das Brückenlicht. Was haben wir hier? Aktivpanzerung, das ist die jetzt. Die ist jetzt ausgeschaltet. Das liegt jetzt nicht in unserem Rahmen mit drin, dass wir das mittesten, aber wir gehen mal davon aus, dass es funktioniert. Finde ich eigentlich relativ schade, weil ich würde mal mir gerne das anschauen, wie das funktioniert, wie genau. Ja, das wäre wirklich interessant. Alarmton, ein aus. Ja, kennt man so, das übliche Spielchen. Das ist relativ cool gemacht, ohne Scheiß jetzt. Gefällt mir sehr gut. Ja, mit den Lampen da im Eck. Ja, da hat er eine Treppenstufe hingesetzt und dann eine Lampe rein oder so. Sieht jetzt vielleicht auch nur so komisch aus wegen Shader-Mod, keine Ahnung. Wir schauen uns weiter die Funktionen an. Wir haben hier Außenlicht einmal, also ihr differenziert hier auch zwischen Augenlicht und Außenlicht, wobei das Augenlicht ja auch ein Außenlicht ist. 3 Sensoren haben wir auch, und zwar einmal Sensor rechts, Mitte und links. Das ist ein bisschen schade, dass es jetzt nicht gibt noch oben und unten oder vorne und hinten. Aber okay. Aber für die Wargear-Liga brauchst du ja keinen hinten oder an der Seite. Also ist das okay. Was haben wir noch, Alex? Wir haben hier Auto-TNT. Ein aus, das sind also die Automatics. Und die Brandkanonen. Die Brandkanonen. Ja, das kennt man ja auch schon. Gut, das wäre alles gewesen. Wir haben nichts vergessen. Okay, gut. Oh, was ist das da oben? Das ist Brückenlicht. Ah, genau, okay. Okay, gut. Geh mal hoch.
Was ist das hier? Das habe ich mir auch schon gefragt. Das scheint die Aktivpanzerung zu sein. Vielleicht ein Teil der Aktivpanzerung. Es könnte auch ein Sensor sein. Also wenn das mit diesem Sand funktionieren auch Sensoren, wenn dann Redstone drüber geht, könnte sein. Also kann man jetzt nur spekulieren. Was haben wir hier? Genau, also er hat das alles sehr gut beschriftet, das ist klasse. Delay-Steuerung, Auto-TNT, jetzt sage ich, das heißt, man kann hier die Automatics nochmal zusätzlich einstellen, deshalb hat er da auch Glas drüber gesetzt. Ja, genau, und jetzt kommt das Geniale, was wir jetzt so noch nicht gesehen haben, jetzt in dem Wargear drin. Was wir schon mal hatten, war, dass jemand hingegangen ist und hat mithilfe von Comment-Blöcken einen Aufzug gebaut und der Wuwu, der ist hingegangen und hat hier einfach so über die Karts, also mein Karts, einen Aufzug gebaut. Und so kommen wir ziemlich schnell da hoch. Zack, und dann Shift und dann sind wir hier draußen. Oh, und ich fall gerade runter. Zack, ich. Ja, Wo gehst du denn hin? Ja, ich gehe jetzt wieder runter. gut, ich wollte sowieso hier zurück, weil wir waren jetzt ganz oben, da gehen wir aber ganz zum Schluss hin, sondern wir schauen uns ja alles von unten nach oben an und dazu müssen wir zunächst einmal die erste Ebene anpeilen. Das würde über den Aufzug auch gehen, aber wir machen das jetzt einfach mal auf die altmodische Art. Und zwar sind wir jetzt hier in der ersten Ebene, man sieht hier der Aufzug lang. Ja, okay. Jetzt sind wir hier in der ersten Ebene und was man hier sieht, ist, dass er hingegangen ist und hat jetzt aus Kopierschutzgründen noch extra einen Hebel oder zwei Hebel eingebaut, wie man hier sehen kann. Und er schreibt auch dazu, in welchem Zustand der Hebel sein muss, damit das Ganze funktioniert. Das ist natürlich sehr gut. Er hat das auch schon richtig eingestellt. Also man sieht hier, Kopierschutzschalter, den muss man einmal umlegen, einmal wieder zurückstellen. Zum Feuern muss die Lampe aus sein. Was haben wir noch? Wir haben noch hier einen Hebel. Genau. Der muss auch einmal umgelegt werden und er ist halt jetzt schon im richtigen Zustand. Das heißt, das Redstone muss an sein, wenn man schießen will, also wenn man das Feuer öffnen will. Es gibt noch einen zweiten Hebel, den müssen wir darüber. Hier hinten ist jetzt, soweit ich das jetzt gesehen habe, nichts weiter. Das hier mit dem Glas ist ein bisschen, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich persönlich kriege da so einen Knick in die Optik, so ein bisschen, wenn ich hier langlaufe. Aber okay, ja. Das dient auch dem Nachladen. Also ich glaube, das macht man kaputt und lädt dann das Kies nach. Also so wie ich das hier sehe. Also man hat da direkt einen Zugang dann. Weißt du was? Das könnte so sein. Ich habe jetzt da gar nicht das gesehen. Wobei diese Pistons, die zeigen nach unten, wenn ich das jetzt mal richtig sehe. Die zeigen nach unten. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Was ist das denn? Ja doch, es könnte so funktionieren, aber ich kann da jetzt nur spekulieren, will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, auf mit dem Spekulatius. Mach hier zu. Okay. Bald ist Weihnachten. Oh shit. So, okay, gut, haben wir beide. Waren wir beide gleich. Nee, aber bald ist ja wieder soweit. Okay, gut, da drüben ist noch ein Hebel. Okay. Also das wäre die Geschichte. Warum jetzt hier im Block fehlt, ist mir ein Rätsel. Ansonsten, ja, gehen wir hier hoch, ne? So, okay, und das ist jetzt etwas verwirrend. Das ist sehr verwirrend, das stimmt schon. Also ihr seht, wie das aussieht, als wäre hier das Woggy eingestürzt und man wäre jetzt hier in der Höhle drin verschüttet. Ja, genau. Also ich weiß nicht, was das für eine Kanone ist. Sieht aus wie diese eine der Automatics. Da drüben hier ist auch noch, also man hat hier Sand, das ist das Magazin dafür, so wie es aussieht. Und das da drüben könnte zu diesem Abwehr, also zu dieser Panzerung dazugehören. Ist aber jetzt, wie gesagt, für uns als Nicht-Erbauer, also als Außenstehende, ist es sehr schwer zu sagen, ja, was da was ist. Ja, gehen wir okay. Einfach mal hier hoch und schauen uns das da oben an. Und hier ist, so wie es aussieht, ist hier, na, das ist auch scheiße. Gut, der Alex schaut sich das an und gibt dann Bescheid. Ich glaube, da oben ist nichts. Wahrscheinlich sind jetzt nur ein paar Repeater zum Verstellen oder so. Genau so sieht's aus. Es sind ein paar Repeater da, etwas Redstone, aber das war's auch. Okay. Wie gesagt, wozu das da gehört, das, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Also das ist jetzt wir sind jetzt hier am untersten Level, wo die ersten Kanonen sind. Und wenn das hier das Magazin ist dazu, und das ist es ja ganz offensichtlich, dann kann das eigentlich nur zu dieser aktiven Panzerung da dazugehören, ne?
Gut, wir gehen jetzt einfach mal darüber, Alex. Und so, jetzt bin ich vor dir. Cheater. Gut. Komm her. Ja, ich bin vorbeigerannt. Okay. Hier geht's einmal zur Aussicht und einmal irgendwo hin ins Niemandsland. Also wir schauen uns jetzt die Aussicht an, oder? Oh, cool. Let's go. Also hier ist auch jetzt ein Glas. Ja, sieht man Redstone so. Okay, gut, das ist... Vielleicht ist er einfach ein Fan davon. Es ist blöd, dass es hier... muss ich mal hell machen. Zack. Ja, man sieht hier den Feind, den sieht man relativ gut. Also man sieht alles, man hat alles im Überblick. Ist also eine sehr gut gewählte Position, weil man halt, wie gesagt, das ist eine Zentralperspektive. Ansonsten kann man jetzt nicht so viel da anhängen noch dazu. Okay, geh um die Ecke hier und folge mir unauffällig. Und da haben wir wieder das gleiche wie auf der anderen Seite. Ja, wir haben also das scheint auch wieder eine Automatik. Also, Er hat ja gesagt 6 Schuss, ne? Einmal 6, einmal 7, 1, 2, 3, 4, 5. Die hat jetzt nur 5 Schuss. Vielleicht hat auch eine nur 5 Schuss. Es ist auf jeden Fall eine Automatik, ja. Gut. Ah, genau, hier, das ist mir auch aufgefallen. Alex, komm mal wieder zurück. Und zwar hat er jetzt hier eine... weiß auch nicht, was das... Ah, das also, ist eine Redstone-Leitung. Nee, das ist, so wie es aussieht, es könnte das sein oder ein Sensor. Also er hat da anscheinend... Er hat da anscheinend ein bisschen mit Bugs gearbeitet, weil ich erinnere mich zurück, wir haben mal ein Gebäude gebaut, das ist aber schon lange, lange her. Und da gab es diese Redstone-Lampen noch nicht. Und dann, ich will jetzt keine Märchen erzählen, es passt jetzt halt hier nur in diesem Zusammenhang. Da kam dann ein Update und dann auf einmal hat es nicht mehr funktioniert, dass man Redstone auf Glowstone legt, ja. Und das war ziemlich blöd, weil wir mussten dann ziemlich viel umbauen. Ich glaube, der Alex weiß das noch, das war in unserem ersten Wolkenkratzer oder so, den wir gebaut haben. Genau, das war der SEC-Tower. Genau der war, das haben wir damals auf dem Server gebaut. Ja, da hat das nicht funktioniert und anscheinend funktioniert es wieder, warum auch immer. Und irgendwie kann man da das hochlegen. Also habe ich noch nie gesehen, sowas. Würde nur so Sinn ergeben, dass das irgendwie durch einen Bug funktioniert, hier die Hochgabe oder so. Keine Ahnung. Also, ist mir völlig fremd. Okay. Okay, wir werden jetzt hier fertig in dieser Ebene. Jetzt kommt die zweite Ebene. Geh mal hier wieder hier lang. Ja, Kletter nach oben, würde jetzt unsere ehemalige Lehrerin sagen, ne? Ah, okay, gut. Jetzt bin ich hier ein bisschen reingefallen. Macht nichts. Jetzt sind wir hier in der höchsten Ebene, Freunde der Sonne. Und ja, was man hier sieht, ist natürlich so jede Menge Kies, also Sand, ja. Das gehört. Na, das ist sehr schwer zu sagen. Das sind die fünf Magazine für die Kanonen, für die Automatics. Also es sind da insgesamt 5 Stück. Nee, also wir hatten ja ein Magazin schon unten. Ich glaube nicht, dass das so hoch geht, weil das war ja relativ weit unten. Das müsste abgeschlossen schon sein. Und wir haben noch, wie viel Automatics hat er? Er hat 5, hat er gesagt, ne? Genau, das heißt, wir müssen noch 3 Magazine haben. Ja, okay. Oder gut. Was ist das hier? Ist das vielleicht keine Automatik? Ich gehe jetzt einfach mal da rein, schau mir das mal an. Das ist auf jeden Fall ein Magazin für eine Automatik. Gehen wir mal wieder hoch. Sieht aber auch sehr komisch aus, weil das 2 Reihen sind. Dreh dich mal rum und da sehen wir diese aktive Panzerung, also zumindest das, zumindest die Vorrichtung, wo man auflädt. Okay. Und das geht ganz tief runter, also holla die Waldfee. Also das ist, daran habe ich noch gar nicht gedacht, das so zu regeln. Also im Prinzip geht da eine ganze Wand runter und dann ganz unten sind wahrscheinlich irgendwelche Pistons, die das nach vorne schieben, dann so eins nach dem anderen. Also das ist sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, das ist auch sehr interessant, auch sehr in Sicht, weil wir das nicht gesehen haben. Gut, haben wir uns jetzt einfach mal das gespart, ja, mit dem Erklären hier. Halten wir es ein bisschen kürzer. Wir gehen jetzt einfach mal nach vorne und schauen uns hier vorne die Frontkanonen an. Und zwar haben wir jetzt hier 4 Stück. Die sind alle schon beladen. Klasse. Applaus. Und die sind auch alle identisch, soweit ich das mitgekriegt habe. Das heißt, da war die erste, da ist die zweite. In der Mitte haben wir die Hauptkanone. Das ist die hier. Das dürfte die Hauptkanone sein.
Genau. Und da drüben haben wir noch so zwei manuelle Kanonen, die jetzt, weiß ich nicht, wie viele Projektile die jetzt hatten. Du hast es ja am Anfang erwähnt, acht oder sowas in der Art, ne? Sind Oder vier. irgendwie, Es sind vier. Es sind vier. Vier Projektile. ah, okay. Gut. Ansonsten, wie gesagt, die Automatics, das hätten wir alles schon. Ja, da geht man hier rein. Es ist sehr doof da jetzt. Also, ich bin jetzt kein Handwerker oder so. Ich kletter da jetzt nicht rein, baue da alles um oder so. Ihr habt es jetzt gesehen. Ihr könnt es euch ja auch selbst anschauen, weil ihr das WOGG ja runterladen könnt. Und wir wollen jetzt gar nicht so lange um den heißen Brei reden, sondern wir machen jetzt schon diesen Beschusstest. Und dazu, holla die Waldfee, dazu habe ich jetzt hier oben einfach mal ein bisschen mich da durchgekrieft, ja, sagt der Deutsche. Ja, ganz eingedeutschte. Sagen die alten Leute, wenn dann, wenn überhaupt. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal auf diesen Block hier drauf. Ich bin jetzt also im feindlichen Borg hier, das halt unbewaffnet ist, aber egal, es ist halt ein Zivilist. Gut, und du kannst auf Position gehen und dann geht's auch schon los. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Oder auch nicht. Er muss ja zuerst nach unten gehen und die Automatics, also die Automatikkanonen aktivieren. Und dann geht's nach oben und dann sind die restlichen vier manuellen Kanonen an der Reihe. Okay, und zwar lege ich jetzt los mit den Automatics und die schalte ich jetzt ein. Es kann auch sein, dass die jetzt synchron laufen oder eben zeitverzögert. Das werden wir jetzt sehen. Und zwar starte ich jetzt. Und ich höre sie schon, die Pistons. Ja, man hört es auch über Skype. Also man hört das schon, wie das bei dir lospfeffert. Au, au. Da ist jetzt was explodiert. Was ist da los, bitte? Da ist jetzt was in die Luft gegangen. Siehst dir selbst an, und zwar ist hier das blanke Chaos. Ja, Okay, gut. Also das war jetzt Geschichte auf jeden Fall. Holla die Waldfee. Also ich verstehe nicht, ich verstehe es wirklich nicht, warum diese Kanonen sich immer zerlegen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir haben das Problem hatten wir auch bei Tuni da. Und da sind wir dann hingegangen, haben das einfach mal offline getestet. Zweimal haben wir das gemacht und dann zweimal hat das funktioniert. Das, aber einmal davon ist dann die äußere Kanone in die Luft geflogen. Wir machen auf jeden Fall noch einen Test jetzt. Und dann schauen wir uns einfach mal an, ob da das jetzt wieder in die Luft fliegt. Also es war anscheinend diese TNT-Kanone. Und wenn sich das halt wieder zerlegt, dann ist es halt so, ja. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir melden uns jetzt wieder zurück mit dem Kanonentest. Und eins können wir vorweg sagen, es gab jetzt ein paar Probleme und wir haben das einfach mal im Singleplayer getestet, offline. Da hat es einwandfrei funktioniert. Das sah der Block dann so aus. Und das Wargear sah so aus. Ja, also hat alles einwandfrei funktioniert. Und die Frage ist jetzt, und das ist wirklich die Preisfrage, ob das jetzt auch so im Multiplayer funktioniert. Sprich jetzt hier auf dieser LAN-Welt. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann liegt das wirklich am Spiel. Ja, weil es ist ja schon bekannt, dass Minecraft jetzt nicht das bestprogrammierteste Spiel ist. Ja. Und das wäre halt sehr bitter. Ja. Aber so ist es halt, ja. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und zwar feuere ich jetzt die erste, und zwar ist das, glaube ich, sogar die Hauptwaffe ab. Und da hat sich auch was zerlegt, und zwar hat sich die Hauptwaffe gekillt. Ich glaube aber, das hat keinen Einfluss auf umliegende Kanonen. Also scheint mir nicht so zu sein. Die Frage ist, Ento, hat da irgendwas getroffen? Da hat was getroffen, ja. Hat. Oh, doch, es hat Einfluss gehabt. Die hat jetzt funktioniert, ja. Aber es hätte bestimmt funktioniert Bestimmt. im LAN. Naja, gut. Und da ist auch was hinüber. Also ich glaube, die kann ich auch nicht testen. Oder doch? Doch, die kann ich sogar testen. Also, ja. Also Feuerfrei. eins ist sicher, wenn sich die Automatics wieder zerlegen, dann wiederholen wir den Test im Singleplayer, würde ich mal sagen, weil das macht einfach keinen Sinn, ja. Wenn man sich hier hinstellt und testet ein Wargear, was eigentlich funktioniert, ja, aber im Multiplayer dann nicht, ja, das ist nicht Sinn der Sache. Man muss auch sagen, dass wir hier wirklich in einer Scheißsituation sind.
cool, einfach mal auf grob Deutsch gesagt, ja, dass halt es einmal geht und einmal nicht, ja, das ist schon wirklich blöd. So, bin jetzt unten und ich schmeiß jetzt an. Oh, und das sieht doch sehr interessant aus. Ein Happy End? Also man sieht, da ist schon Durchschuss, so wie es aussieht. Also, wir sind jetzt hier fertig und ich kann es immer noch nicht glauben. Also, da kommen mir schon fast die Tränen vor Glück. Ihr habt ja jetzt gesehen, was da jetzt gerade Sache war. Und zwar haben die Kanonen jetzt diesmal funktioniert. Wie gesagt, ja, ich kann da jetzt nur mit den Schultern zucken und kann sagen, ja, hey, das seht ihr, mal funktioniert es nicht. Also, es muss nicht immer am Wargear liegen. Minecraft ist da nicht so ganz unschuldig. Was jetzt hier oben das Problem war, wissen wir nicht. Wir machen das Ganze sicher jetzt nicht noch ein zweites Mal. Man kann hier davon ausgehen, dass wenn er es wirklich so oft getestet hat, wie er gesagt hat, dass, dass auch hier irgendein Fehler vorgelegen hat vom Spiel, ja. Das muss man jetzt einfach so hinnehmen. Der Alex ist schon am Auszählen und schauen. Ich hab auch schon die erste Tiefe und zwar 22 Blöcke. Okay, ich glaube 2 und gut, dann sind 22 der Bestwert. Also ich habe alle anderen ausgezählt. 22 okay. Blöcke. Das ist eine ordentliche Zahl. Das ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Ansonsten, wir haben auch schon durch. Wir wollen euch nicht so lange jetzt dahin halten. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, über dieses Wargear abzustimmen. Wir werden auch schauen, dass wir das jetzt mit diesen restlichen Wargears, die jetzt kommen, das noch anders regeln werden. Und auch jetzt an dieser Stelle, bevor ich jetzt sage Tschüss, ja, kommt jetzt noch die Tabelle, Freunde der Sonne. Und zwar haben wir das ja schon angekündigt, dass jetzt in diesem Video dann diese Tabelle kommt, die vorläufige. Und zwar haben wir jetzt bisher 5 Wargears gezeigt. Und davon sind schon für 4 Woggies die Ergebnisse da. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, ist natürlich das Voting von Minecraft da 0505 beendet. Aber jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme ist da jetzt noch keine Zahl feststellbar, ja, weil das Voting ja noch läuft. Aktuell steht auf Platz 7, auf Platz 1, das Wargear V7 von Tunida85 mit sagen und schreibe 154 Punkte. Also die haben da wirklich weit vorgelegt. Dahinter liegt der Ender-PT mit seinem Wargear V5. Er hat 98 Punkte erreicht. Der Cactus Martini kam auf 44 Punkte mit seinem Wargear V3. Und auf Platz 4 landet der Lateinkecker mit 39 Punkten. Erzielt hat er die mit seinem Wargear V2. Ja, wie gesagt, bei Minecraft 0505 liegt noch kein Ergebnis vor. Aber es wird offensichtlich, dass er auf Platz 5 landen wird. Ja. Das wäre das. Es gibt noch weitere Teilnehmer und zwar war das ja jetzt der WuWu 85, ja. Dazu gibt es jetzt noch gar nichts dazu zu sagen. Es kommt noch der Nico Nougat, der Rage Cubic und der The Minecraftler 321. Es werden eigentlich jetzt noch mehr gewesen. Also ihr seht, es kommen jetzt noch 4 Leute, dann kommen wir auf 9. Eigentlich hätten es 10 bis 11 sein sollen, aber 2 haben sich in gewisser Weise selbst disqualifiziert. Der eine, weil er so super cool war und hat sein Wargear zu 50% umgebaut, obwohl es gehießen hat von uns, es soll bitte eine Version sein, die für die Wargear-Liga da sein, also die für die Wargear-Liga vorgesehen war. Und der nette Kerl ist hingegangen, hat sein Wargear komplett umgebaut, ja. Das ist das erste und ist der zweite, der hat sich auch meine Nachricht nicht so ganz durchgelesen von dem Rundschreiben, das ich an alle rausgeschickt habe, sondern der ist einfach hingegangen und hat spontan einfach mal neues Wargear gebaut, ja, und das wollte er dann ganz spontan innerhalb von 20 Stunden und wollte das dann einschicken und da habe ich mir auch gedacht, ja, hey, hat er was geraucht, ja, also wie gesagt, das wären die 2 Fälle, die disqualifiziert sind, dann nennen wir jetzt keine Namen, das wäre unnötig. Ansonsten, wie gesagt, kommen jetzt noch 3 Leute, also der Nico Nougat, der Rage Cubic und der Minecraftler 321 und dann wären wir durch und dann schauen wir uns an, was wir denn jetzt für ein Ergebnis haben. Okay, das wäre es jetzt von uns gewesen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen euch hat das Ganze gefallen und
Vielleicht sehen wir uns ja zu einem anderen Video wieder. Ciao. Tschüss.